Hallo ihr Lieben! Auch in dieser Woche gehen die Leute in vielen Städten Mecklenburg-Vorpommerns demonstrieren. Uns wird ja immer eingeredet, wie gefährlich das Coronavirus für Ungeimpfte sei. Doch ist das Coronavirus wirklich so tödlich? Oder ist es beim Coronavirus nicht viel eher so, ähnlich wie bei einer Grippe, dass fast nur alte Menschen daran sterben? Ich zeige euch jetzt einen wunderbaren Clip. In verschiedenen Altersstufen wird hier dargestellt, wie hoch ihre Chancen sind, sich ohne Impfung von Covid zu erholen. Wenn ihr auch der Meinung seid, dass eine Impfung nicht nötig ist, um die nächsten Jahre zu überleben, dann geht mit uns gemeinsam in folgenden Städten Mecklenburg-Vorpommerns demonstrieren. Mein Glaube bricht, es spalte mich. Siehst du denn nicht, wir brauchen Licht. Ich höre nur Abstand, Abstand, Hände weg von meinem Körper. Abstand. Ich dachte, wir sind freie Bürger. Abstand, Abstand. Mir wird schon schlecht von diesen Wörtern. Meine Welt war heil, nun lass mich diesem Monster sagen, ich bin frei. Es ist mein Deutschland. Aber Sie wissen schon, was das bedeutet. Sie würden jetzt doch gar nicht wenigen Menschen in Österreich die Lebensgrundlage entziehen. Wieso? Wenn man nur geimpft in die Arbeit gehen darf? Nicht nur geimpft, man kann auch genesen und geimpft sein.